In diesem Video erklären wir, was hinter der Verbvalenz steckt und worum es sich bei Ergänzungen und Angaben handelt. In der Valenzgrammatik ist das Verb bzw. Prädikat der Mittelpunkt des Satzes. Von ihm aus werden alle anderen Satzglieder bestimmt. Jedes Verb verlangt im Satz ganz bestimmte Ergänzungen, wie zum Beispiel ein Subjekt, das eine Handlung vollzieht. Die Valenz gibt nun an, welche Wertigkeit ein Verb besitzt. Entsprechend der Anzahl der Ergänzungen, die ein Verb verlangt, wird es als einwertig, zweiwertig und so weiter bezeichnet. Ergänzungen können vom Verb aus erfragt werden und sind sozusagen dessen Mitspieler. Manche davon braucht das Verb zwingend. Diese sind also obligatorisch. Andere sind in der Bedeutung des Verbes angelegt, können aber auch weggelassen werden. Diese sind also fakultativ. Zum Beispiel, ich esse einen Apfel. Das Verb essen verlangt zwingend jemanden, der oder die etwas isst. Diese Ergänzung ist also obligatorisch. Was der oder diejenige isst, kann aber auch weggelassen werden. In unserem Beispiel ist also das Subjekt Ich eine obligatorische Ergänzung, das Objekt Apfel hingegen eine fakultative. Subjekt, Objekte und Präpositionalergänzung. Angaben dagegen beschreiben die Umstände des Geschehens im Satz näher. Sie werden nicht vom Verb gefordert und können weggelassen werden. Ich esse im Garten einen Apfel. Das Verb essen verlangt nicht, dass angegeben wird, wo man etwas isst. Der Ort wird also zusätzlich angegeben, um den Vorgang des Essens näher zu beschreiben. Adverbiale. Worin unterscheiden sich aber eine fakultative Ergänzung und eine Angabe? Die Ergänzung ist im Verb angelegt. Das bedeutet, dass wir, wenn wir das Verb essen lesen, uns nicht nur fragen, wer etwas isst, sondern auch was. Das Gleiche gilt auch für Lernen. Wer lernt? Wer lernt was? Dennoch ist es im Deutschen nicht zwingend nötig, dies anzugeben. Die Angabe wird hingegen nicht vom Verb verlangt. Sie bestimmt das Geschehen nur näher.